Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Investorenausbildung. Heute möchte ich mit dir über das Thema Minimalismus sprechen. Minimalismus bezogen auf das Kapital, monetäre Mittel und hier vor allem auf die Kapitalausgabe, also auf das Ausgabeverhalten. All das jetzt im Video. So, also das Thema Minimalismus ist groß in den Medien, weil einige Blogger interviewt wurden und auch zu Interviews eingeladen wurden, Filmbeiträge und so weiter, zu dem Thema FIRE, also Financial Independent and Retire Early. Und um dies zu erreichen, haben ganz viele dieser Blogger angegeben, einfach sehr minimalistisch gelebt zu haben oder auch teilweise dann jetzt halt noch, wenn sie halt diese finanzielle Freiheit erreicht haben. Und was steckt da dahinter? Ganz einfach, den nicht ausgegebenen Euro musst du schon mal nicht verdienen. Das ist eigentlich ziemlich logisch. Das bedeutet, das ganze Geld, was du nicht ausgibst, das hast du schon mal für dich verdient. Deswegen gibt es halt diese minimalistische Lebensart. Da gibt es dann auch die Frugalisten zum Beispiel. Da gibt es einen tollen Blogger-Kollegen, ich glaube frugalisten.de. Ja, viele halt, die sich dieser FIRE, Financial Independent and Retire Early, Bewegung angeschlossen haben, finde ich grundsätzlich ganz interessant. Und auch ich habe dieses Thema für mich entdeckt gehabt und war da irgendwie da zu dem Zeitpunkt auch dazu gezwungen, ja, letztendlich. Also, das bedeutet, im Studium hatte ich halt die Möglichkeit zu sagen, okay, du musst Studiengebühren zahlen und du möchtest leben und du, wenn du dann unterwegs bist, möchtest du dann auch dir mal ein Bier kaufen oder solche Sachen. Aber wer zahlt dir das? Also meine Eltern haben zu meinem Studium nichts dazu beigetragen, deswegen musste ich alles selbst bezahlen. Und wie kannst du sowas dann lösen? Viele können sich das, also viele Studenten kriegen Unterstützung von zu Hause. Das ist durchaus relativ häufig so. Viele Studenten gehen auch arbeiten und haben irgendwelche Studentenjobs. Und wiederum andere versuchen einfach einen minimalistischen Lebensstil umzusetzen. Ja, genauso habe ich das auch gemacht. Und die beste Möglichkeit ist, wenn du natürlich studierst, wenig Geld ausgibst und viel Geld verdienst. Das ist so, ja, die eierlegende Wollmilchsau sozusagen. Aber das ist natürlich wirklich schwierig zu erreichen. Aber jetzt zum Thema Minimalismus, wie kannst das du erreichen? Also ich bin zu diesem Zeitpunkt sehr selten ausgegangen und wenn dann halt einfach nur, ja, die Studenten haben sich da halt auch zusammengeschlossen. Das bedeutet, du bist halt dann zu einem Kumpel nach Hause gegangen und da war halt dann da eine Studentenfeier oder sowas oder WG-Party oder solche Themen. Ich denke, viele von euch werden das kennen. Muss jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste Art des Feierns sein, ja, aber die ist dann doch oftmals auch günstiger, als wenn du jetzt halt hier eine extrem ausgedehnte Nacht in irgendeinem Club, Bar, Restaurant verbringst. Also da sind dann wahrscheinlich nochmal ganz andere Preisschilder, die da ausgehängt werden. Von dem her ist es eine Art des Minimalismus, aber das geht noch viel, viel weiter. Du kannst sogar sagen, brauche ich denn wirklich ein Auto? Wie viel Quadratmeter brauche ich denn wirklich zum Leben? Wie viele Kleidungsstücke brauche ich denn tatsächlich? Was esse ich? Wie viel esse ich? Wo esse ich es? Also dieses minimalistische Denken hat da keine Grenzen. Im Gegenteil, die sind hier sehr, sehr kreativ aus meiner Sicht. Und wie gesagt, machen das alles für den eigenen Geldbeutel. Und da glaube ich, gibt es schlechtere Beweggründe, die man da ja, aus denen man sich heraus bewegt, sage ich jetzt mal. Und wie gesagt, ich selbst habe es auch anwenden müssen zu diesem Zeitpunkt. Und als wir oder als ich dann ja, meinen ersten Job hatte in der Bank, da sage ich mal, ist dann doch ein regelmäßiges, gutes Einkommen dann hereingeströmt. Habe aber versucht, diesen Lebensstil so weit wie möglich voran oder fortzuleben sozusagen und bin der Meinung, dass ich auch heute noch ja, zumindest nicht kapitalintensiv lebe, lass es mich mal so ausdrücken,
Wir haben jetzt natürlich dann doch schon irgendwie, wir waren auf jedem Kontinent der Welt, haben alle Kontinente der Welt bereist und solche Dinge. Das kostet alles Geld, also das hat gar nichts mehr mit Minimalismus zu tun. Ich habe inzwischen auch eigentlich mein Mindset ein bisschen geändert, aber das ist meine persönliche Sache. Das heißt, das muss hier keiner adaptieren. Ich persönlich versuche einfach so viel Geld zu verdienen, sodass ich meinen Lebensstil, den ich halt habe oder den ich mir auch wünsche, mir leisten kann. Das ist dann halt auch nochmal eine andere Herangehensweise. Also das wäre das, es gibt ja immer dieses Minimalprinzip, Maximalprinzip und wie gesagt, viele versuchen dann immer ein Minimax zu leben, was wir ja aus der Schule heraus wissen, theoretisch eigentlich gar nicht funktioniert. Und wir haben eben gesagt, okay, wir müssen die Einnahmen maximieren, um halt dann unseren gegebenen Lebensstandard leben zu können. Und das ist das sogenannte Maximalprinzip. Ja? Und wenn du sagst Minimalismus, das wäre das Minimalprinzip, aber ja, das ist nur by the way. Ich finde beide Ansätze extrem spannend. Wie gesagt, es gibt Leute, die dann versuchen, beides miteinander zu kombinieren. Mich würde interessieren, ob du denn auch für dich diesen Lebensstil entdeckt hast oder ob du den für dich anwendest und welche Beiträge du dazu liefern kannst. Ja? Von wie viel Geld lebst denn du? Das würde mich mal interessieren. Wie viel Geld gibst du aus für Essen, Trinken, Miete? Wohnst du in einem eigenen Haus oder Wohneigentum? Solche Dinge spielen ja da auch eine große Rolle. Da würde mich interessieren, wie haushaltest du und wie gehst du mit deiner Kohle um? Okay, ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Abonnier den Kanal, so stellst du sicher, dass du in Zukunft alle Videos von uns erhältst. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen, für deine Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao.